Die Musikkultur in unserer Küche jetzt ist sicher Latino, weil Pau ist unser Küchenchef und er ist von Spanien. Also er liebt das und es geht immer Vollgas. Madame Sum ist wir sind eine Creative Dumpling Company. Wir produzieren und machen den Dumplings gefroren. Wir haben das mit kreativen Geschmackssorten, zum Beispiel eigentlich so ein ganzes Gericht auf ein Bite, zum Beispiel Lasagne, Loup de Mer mit einem Butter-Zitronensauce. Wir haben das auch mit Brokkoli und es ist so alles, was nicht typisch von Asien ist, in ein Dumpling. Wir hatten so ein Pop-up-Konzept gemacht seit 3 Jahren und wir brauchten einen Namen für unser Pop-up-Konzept. Und dann haben wir gedacht, okay, was wir dann gemacht haben, waren Dumplings mit einer französischen und italienischen Füllung. Und da haben wir gedacht, okay, Dumplings, das ist von Asien, so Dimsum eigentlich. Und da haben wir den Sum genommen. Und dann Madame war für den französischen Kultur auf unseren Dumplings. Aber eigentlich heute ist Madame Sum so ein Brand und es gibt eigentlich, ja, es ist eine ganze Kultur auf wie man isst, wie man schafft und wie die Kultur ist in Madame Sum, wie unsere Kultur ist mit unseren Kunden. Und es ist so ein ganzes Adventure. Das Ziel war eigentlich, Dumpling Bars zu öffnen. Wir hatten so eine Location gefunden in dem Bleicherweg in Zürich. Und dann war es die Pandemie und haben wir so overnight eine Lösung gefunden, gleich wie viele anderen. Und wir hatten etwas gemacht, was viele anderen auch gemacht hatten. Und das war ein Online-Move. Und jetzt sind wir ein E-Commerce, Direct-to-Consumer. Also wir verkaufen unsere Dumplings direkt bei unseren Kunden. Für uns, was ein Fehler war, war zu groß, zu schnell zu gehen. Und jetzt haben wir so einen Focus-Switch gemacht, wo wir wirklich fokussen auf guten Dumplings zu machen. Und dann geben wir die Lieferung auf Pflanze. Sie liefern das über die ganze Schweiz. Und so sind wir sehr fokussiert auf was wir machen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig. Wir haben so probiert, eigentlich alles zu machen und überall zu gehen. Und das funktioniert nicht. Du musst einen Fokus haben, um das 100% gut zu machen. Jetzt sind wir auch am Arbeiten mit Michelin-Star-Chefs, so ein Chef-Edition-Dumplings zu machen. Und das ist eigentlich immer etwas neu, immer etwas speziell. Es ist mit so ein wirkliches Value, wo wir seit 4 Monaten auf das Gericht und auf die Dumplings schaffen mit ihnen. Und dann, wenn es fertig ist, ist es nicht nur einfach ein Dumpling. Es ist ein Dumpling mit ganz viel Gedenken. Wenn es fertig ist, muss es perfekt sein. Die Textur, die Saftigkeit, alles muss schön sein. Es muss ein bisschen Acidity haben. Und das für uns ist wichtig, dass wir nicht nur ein Produkt machen und dann auf den Markt bringen. Aber wir machen etwas mit Schwung. Also mein Wunsch, seit ich eigentlich klein bin, war ein Restaurant in New York. Es ist nicht ein ganz einfaches Wunsch, aber mein Bruder hat mich immer gesagt, wenn du ein Restaurant in New York hast und es funktioniert, geht es überall funktionieren. Und er hat mich so inspired, zum das zu machen. Und ja, jetzt ist ein kleiner Schritt im Vorhang und machen wir Dumplings, machen wir Madame Sum, aber machen wir nur Lieferung. Aber vielleicht in der Zukunft machen wir auch wieder unsere originale Idee, ein Dumpling Bar. Und vielleicht in New York.